Yo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts für die PlayStation 2. Im letzten Part sind wir nach Traverse Town zurückgegangen und haben uns Informationen über den Navi-Gumini geholt. Und ja, deswegen werden wir jetzt kurzerhand zu Cid zurückkehren. Wir haben das Schlüsselloch geschlossen, haben den Endgegner platt gemacht und jetzt gibt es nur noch eins zu tun. Wir müssen... Ah, wieso schlage ich? Ich verwechsel manchmal Schlagen und Springen. Ich bin schlecht. Ja. Wir müssen jetzt Cid aufsuchen, damit er uns den Navi-Gumini eingebaut hat oder einbaut, wie auch immer. Und dann müssen wir gucken, wie wir weitergehen, was die nächste Welt ist und so weiter und so fort. Ich habe doch nicht vor, die Winnie-Pooh-Welt jetzt schon anzufangen, aus einem ganz simplen Grund. Oh, Videosequenz. Erstmal gucken. Da bist du ja. Was liegt an? Rico! Hey, hey, lass das! Diesmal ist es kein Traum, oder? Ich hoffe nicht. Ich hab dich ewig gesucht. Rico! Moment mal, wo ist Kairi? Ist sie nicht bei dir? Hey, keine Panik. Ich bin sicher, sie ist auch nicht mehr auf der Insel. Jetzt sind wir endlich frei. Wer weiß, vielleicht sucht sie uns schon. Bald sind wir wieder alle zusammen. Keine Sorge. Überlass nur alles mir. Ich kenn mich... Dir überlassen? Zora, was hast du... Ich hab auch nach dir gesucht und nach Kairi. Mit ihrer Hilfe. Wer sind die? Wir haben in so vielen Welten gesucht, um dich zu finden. Ach was, sieh einer an. Darauf wäre ich nie gekommen. Oh, und weißt du was? Sora ist Meister des Schlüsselschwertes. Wer hätte das gedacht? Was soll das heißen? Das ist also ein Schlüsselschwert. Hä? Hey, gib das her! Fang. Okay, aber du kommst doch mit uns, oder? Wir haben so eine Wahnsinnsrakete. Die musst du sehen. Nein, aber nicht. Was? Vergiss es. Ach komm schon, er ist mein Freund. Ist mir egal. Oh, er ist weg? Rico? Na toll. Naja, wenigstens geht's ihm gut. Und wer weiß, vielleicht treffen wir ja auch bald Kairi. So. Und ich werde das Buch erst erkunden, wenn ich alle Seiten des Buches gefunden habe. Deshalb werde ich jetzt nicht in das Buch gehen. Ich werde jetzt als allererstes mal in das kleine Haus gehen, welches jetzt sich eröffnet hat. Und mit den Leuten reden. Diese Stadt hat also auch ein Schlüsselloch. Beeil dich, Sora. Die Herzlosen werden immer stärker. Ja. Ist recht. Ich muss aber mit dem anderen reden hier. Hier. So, jetzt. Habt ihr schon mal was von Malefiz gehört? Sie soll in der Stadt sein. Wer ist sie? Eine Hexe. Und was für eine. Sie hat die Herzlosen in diese Stadt gebracht. Und das schätzt sie nicht. Sie benutzt die Herzlosen schon seit Jahren. Ihretwegen haben wir unsere Welt verloren. Eines Tages haben die Herzlosen unsere Welt erobert. Das war vor 9 Jahren. Ich konnte fliehen und bin mit diesen Leuten hierher gekommen. Das ist ja schrecklich. Unser Anführer war ein weiser Mann namens Ansem. Er hat sein Leben der Erforschung der Herzlosen gewidmet. Aus seinem Bericht können wir sie sicher entnehmen, wie wir sie wieder loswerden. Wo ist dieser Bericht? Das wissen wir nicht. Die Seiten wurden überall hin verstreut, als unsere Welt zerstört wurde. Ich bin sicher, Malefiz hat die meisten davon. So. Interesting. Du siehst, es ist wie ich es sagte. Während du dich abgemüht hast, deinen lieben Freund zu finden...
hat er dich einfach durch ein paar neue Gefährten ersetzt. Offensichtlich schätzt er sie inzwischen weit mehr als dich. Auf diesen elenden Schuft kannst du verzichten. Schlag ihn dir aus dem Kopf und komm mit mir. Ich helfe dir, das zu finden, wonach du suchst. Oh nein, Riku, geh nicht mit ihr mit! Habt ihr das Buch abgeliefert? Das Navigummi ist eingebaut. Es kann losgehen. Und kommt zu mir, wenn ihr ein neues findet. Ein Warp-Gummi habe ich auch noch eingebaut. Warp-Gummi erhalten. Jetzt könnt ihr zu Welten düsen, in denen ihr schon mal wart. So, ich muss mich um meinen richtigen Job kümmern. Was mein richtiger Job ist, ihr werdet sehen. Wir treffen uns in Traverse Mitte. Ja, und es gibt noch mehr in Traverse zu sehen, als wir dachten. Bevor ich anfange, Dings zu machen, da den Cup. Weiß gar nicht, ob der in den ganzen Part passt. Ich hoffe es. Gehen wir mal nach Traverse Nord. Zuallererst mal. Obwohl, es ist vielleicht sogar eine dumme Idee gewesen. Egal. Es geht so schnell. Da kommt man so schnell hin. Das spielt gar keine Rolle. Aber irgendwie sind trotzdem noch Herzlose hier. Ist es euch aufgefallen? So, Traverse Mitte, da geht's ab. Traverse Mitte, da rockt die Bude. So, und wir können, meine ich, noch verschlossen. Ah, da. Da ist er ja. Hey, das ging ja schnell. Jetzt wisst ihr es, ich handle mit Gummistein. An eurem Gummijet zu arbeiten war eine tolle Sache. Das nächste Mal gebe ich euch großzügigen Rabatt. Kometgummi erhalten. Na los, nehmt es. Es ist ein besonderes Geschenk. Alles klar, noch verschlossen. Wunderbar. Es gibt aber noch mehr zu sehen, meine ich zu behaupten. Wir gehen jetzt erstmal in den Accessory-Laden. Und die HDPVR braucht dringend eine Pause, merke ich gerade, weil das Bild schon so flackert. Ich hoffe, das ist nicht im Part auch so. Ja, das heißt, ich werde auch gleich cutten müssen. Und wir sehen uns dann wahrscheinlich gleich erst wieder. Ich guck gerade mal. Aha, das kann ich noch nicht machen. Wunderbar. Ich kann also noch nicht in den Itemladen. So, dann sprechen wir nochmal mit Sid zur Sicherheit. Sid. Hey, ihr habt da noch Navi-Gumminis? Ich wette, das soll ich euch auch einbauen. Ja, bitte. Scheint nur ein halbes Navi-Gummi zu sein. Ihr müsst das Gegenstück finden. So, ich möchte einkaufen. Plaudern wir ein wenig, hä? Ich möchte einkaufen, in Ordnung. So, dann kann man hier Gummis kaufen. Leute, Leute, immer schön Gummis kaufen, ja? Okay, da gibt's einiges und ich habe keine Ahnung davon. Hasst Gummi. Und... ja. Haufen Gummis, von denen ich noch keine Ahnung habe. Maximal 5 Jets. Aha, Computer Nummer 2, Inventar. Ich habe keine Ahnung, Leute. Jetzt seid ihr gefragt an dieser Stelle. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was für Gummiteile gut sind und was ihr kaufen würdet, was ich brauche. Und an der Stelle gibt es einen kleinen Cut, denn wir wollen ja mal zum Herkules Cup fliegen. Und ich meine, dass wir das noch nicht können. Aber wir werden als allererstes mal auf die Map gehen. Auch wenn die HDPVR schon fast am Verrecken ist und die dringend eine Pause braucht. So. In der Arena des Olymps findet zurzeit ein Wettkampf statt. Wer als Sieger hervorgeht, erhält etwas Besonderes Tolles oder besonders Tolles. So, dann haben wir hier diese Warp-Löcher, diese Wurmlöcher. Und natürlich müssen wir auch zur Arena des Olymps in dem nächsten Part, in diesem Part noch. Sorry. Aber an dieser Stelle ganz, ganz kurz einen Cut, denn ich möchte den Flug dorthin mir ersparen. Bis gleich. Yo, Leute, da sind wir wieder. Und ich habe eine Kleinigkeit rausgefunden. Und das möchte ich euch jetzt zeigen. Und zwar steht da Warp. Wir können uns nämlich zum Beispiel jetzt einfach hierhin warpen, anstatt hinzufliegen. Der Cut hat mir trotzdem so viel gebracht, dass die HDPVR sich ausruhen konnte. Ich habe jetzt eine, ja, mehr oder weniger kurze Pause gemacht mit Aufnehmen. Und jetzt warpen wir uns mal, damit ihr sehen könnt, wie das aussieht, wenn man sich warpt. Arena des Olymp. Wir warpen uns dorthin und machen den Cup.
Wunderschön. Arena des Olymp, wir sind da. Das ist gut, also das könnt ihr bei jeder Strecke machen, die ihr noch nicht vorher gemacht habt. Also ihr müsst jede Strecke mindestens einmal fliegen. Schade, dass sie diese Funktion nicht von Anfang an gemacht haben, weil nervig und so. Das heißt, jetzt müssen wir nichts mehr rausschneiden. Juhu! Ja, und wir sind in der Arena des Olymp. Das Meister haben wir schon erledigt. Ich möchte jetzt einmal mit dem Herk reden gehen. Einmalig. Ansprechen. Trittst du an? Ich würde gern gegen dich kämpfen. Oh mein Gott. Ich möchte aber noch nicht gegen Herk kämpfen. Deswegen gehen wir jetzt als allererstes mal... Oh, wieso gehe ich Tor zur Welt, Alter? Ich bin ein Held. Ich wechsle jetzt nicht den Rahmen. Auch wenn ich aus Versehen rausgelaufen bin wie eine Pfosten-Anaconda. Warum auch immer. Ich bin einfach etwas durch den Wind. Gott, das lädt aber immer sehr lange, ne? Ich gehe jetzt zur Arena des Olymp und gut ist. Jawohl. Ich habe nicht den Rahmen gewechselt. Wir haben immer noch die Arena des Olymp-Rahmen. Heroenplatz. Das ist der einzigste Ort, den es bei Arena des Olymp gibt. So. Genug rumgetollpatscht. Jetzt werden wir in das Gate reingehen und wir werden an einem Kampf teilnehmen, an einem Turnier. I love this Turnier. Okay, dann leg mal los, Phil. Du kennst die Regeln, oder? Phil Cup, auf geht's zu dritt. Jawohl. Jetzt kommt das epische Kämpfchen. Und es ist gegen die Kledermaxe. Ja, gut. Sollte jetzt nicht so das Problem sein. Okay, die Klettermaxe sind kaputtig. Nächste Runde. Für Daisy! Ich glaube, 9 Runden sind es. Runde 1 ist überstanden. Runde 2 bitte keine Dicken. Die Affenzauberer. Ich hasse diese Fliegenden. Sorry, dass ich jetzt gerade nichts geredet habe. Ich war voll konzentriert. Oh yeah. Ich weiß, ich soll mich nicht entschuldigen. Leute sagen, Billy, wir wissen doch, dass du konzentriert bist. Und auch die zweite Runde geht vorbei, ohne Damage zu taken, meine ich. Zumindest nicht Zora. Oh mein Gott, die Bigfoots. Ich werde mich zuerst um die Quanten kümmern. Denn ich bin ja auch ein Quantenphysiker. Ne, ne, ne. Muss ich? Oh, Damage. Damage. Aber wir haben ja auch Items dabei und wir haben auch Vita notfalls. Also von daher gar kein Problem. Komm, der Affe macht mir jetzt noch keinen Damage noch am Ende. Gott, der Donald brauchte sofort einen Ether oder sowas. Oder war es sogar eine Potion? Hat er gerade Go Donald gesagt? Go Donald. Go Donald! Die Zauberer. Aha. Das dürfte jetzt Runde 4 sein, meine ich. Oder ist das Runde 3? Naja, egal. Im kompletten Cup sollte eigentlich keine Herausforderung sein. Also kein Kampf gegen Leon oder irgendwie sowas Übertriebenes. Jawohl, das war das Schlüsselschwert. Nächste Runde. Also, wie findet ihr denn eigentlich die Cups in Kingdom Hearts 1? Ich persönlich finde sie einen Tick besser als die von Kingdom Hearts 2. Fragt mich nicht wieso, ich finde die Cups einfach phänomenal cool. Vor allem finde ich die Gegner, die es teilweise gibt, cool. Also die normalen jetzt hier nicht, klar. Die Ado-Wampe, ey. Oh, du Wampe, Alter. Kannst du mich mal weg mit dir? Vielleicht wäre es so langsam an der Reihe, mir eine Potion reinzuballern. Ein bisschen Aufputschmittel ist immer lustig. So. Die healen sich aber ganz schön oft, ne? Wir sollten es trotzdem schaffen. Wir haben ja auch Vita, aber ich bin kein Freund von Vita.
Jetzt kommt Runde Nummer 6, meine ich. Die Hitmänner. Der Hitmans wahrscheinlich. Und im Deutschen wussten sie nicht, was sie dazu sagen, sondern das ist ein Hitman. Ja, ein Hitman ist jemand, der jemand anderes platt macht. Nur das ist Wiss. Ja, Maximum HP Plus, weil wir aufgelevelt sind. Und Goofy dreht durch. El wie Loser. Goofy ownt die Gegner. Die Korpulenten. Oh nein. Zweimal Ado-Wampe. Ado-Wampe ist eine... Ach, Ado-Wampe. Du bist mir schon einer. Okay, jetzt haben wir nur noch die Ado-Wampe. Ja, wie er Erdbeben macht, oder was? Goofy! Ich baller mir eine High Potion. Damit geht's. Nicht schlecht, hä? Goofy, seine Lache ist geil. Wer kommt jetzt? Die Hämmerer. Ah, deswegen. Das könnte schon ein etwas härterer Kampf sein jetzt. Gut aufpassen. Ich fühle mich sicher, ist sicher. Oh oh, oh oh, das wird knapp, das wird knapp, das wird knapp. I hate you! Boah. Was mache ich denn? Ich bin total außer Rand und Band. Aber noch habe ich genug für Vita. Ich hasse diese Gegner! Ich hasse alle Gegner in diesem Spiel! Haben wir jetzt alle besiegt? Ja. Oh Mann. Ja, Goofy freut sich einen Ast. Ich bin stinksauer. Was kommt jetzt? Der Torso wahrscheinlich. Die Dunkeltruppe, Platz 1, ja. Es ist eigentlich schlau, wenn man sich zuerst um das Kleinvieh kümmert. Wenn man dann einfach den Torso besser im Blick hat. Aber der ist ja jetzt schon fast weg. Und Donald levelt ab. Das ist richtig nice. Das heißt, die Erfahrungspunkte hier müsste ziemlich gut sein. Also höchstwahrscheinlich sind die Cups auch das Beste, um überhaupt zu leveln bis zum aktuellen Zeitpunkt. Ja, und wir dürfen den Cup geschafft haben. Wunderschön. Wunderschön. Ja, Zahnbürste auf Doom. Ja, den ersten Cup, den haben wir geschafft. Die Kraft der Sterne erhalten. Die Magie Gravitas. Den ersten Cup, den wir geschafft haben. Ich hätte nicht geglaubt, dass du es schaffst. Nicht schlecht. Phil, du bist stur wie immer. Tu nicht so, als würde es dich nicht freuen. Ahem, mein Junge, du hast noch einen langen Weg vor dir. Die nächsten Runden beginnen bald. Da geht es richtig zur Sache. Ist das ist noch verschlossen, ich wollte schon sagen. Ist das schon das Geschenk für den ersten Sieg? Und da ist unser Pokal, sehr schmächtiger Pokal, der Phil Cup. Ja, und dann würde ich sagen, war es das erstmal für diesen Part. Im nächsten Part gucken wir uns dann die neue Welt an und schauen, was sich noch so machen lässt. Wir reden noch einmal mit Herc. Es wird Zeit, dass aus dem Junior-Held ein wahrer Held wird. Das denke ich auch. Kann ich die nicht irgendwie... Ach nein, stimmt mit Eis nicht. Okay, Leute. Dann war es das für diesen Part. Wir sehen uns im nächsten Part. Ich bin Belias LP. Bis dahin. Ciao, ciao.